an das Jungfrau-Kollektiv. Wir schauen in die Energie der kommenden Woche. Ich war noch nicht so weit, liebes Universum. Und bitte bedenkt, es ist allgemein. Es ist kollektiv und es kann auch sein, dass diese Legung nicht auf dich zutrifft. Was haben wir denn hier für die Jungfrau? Ah, Kommunikation mit dem Brief und daraus resultierende Freude und Genuss mit den Blumen. Das Ganze sorgt hier scheinbar dafür, dass die ein oder andere Jungfrau wieder in ihren Mut gelangt, in ihre Tatkraft gelangt und nicht mehr das Gefühl hat, sie muss ihre Emotionen schützen und behüten. Diese Kommunikation ist natürlich verstandesmäßiger Natur und sorgt auch hier luftlastig dafür und auch erdlastig, dass du zum einen in der Lage bist, hier wieder klare Visionen zu empfangen und in der Lage bist zu erkennen, okay, hast du hier Bodenhaftung unter den Füßen oder nicht? Weil der Stern mahnt nämlich darauf zu achten, die Bodenständigkeit beizubehalten. Möglicherweise sorgt diese Kommunikation auch nochmal dafür, dass du dich hier deinen Schattenthematiken stellen darfst. Wie gesagt, hier möchte gerne Freude und Genuss wieder Einkehr halten. Hier möchte auch wieder Leidenschaft, Mut, vorausschauendes Handeln stattfinden. Und dafür musst du natürlich hier aus deinem kleinen Seelengefängnis herauskommen und dir auch dein Herz, dein Mut, deine Leidenschaft zurückfordern. Die alten Seile durchtrennen, keine Maskerade mehr tragen und hier auch keine Illusion kreieren. Illusionen bringen dich nicht weiter, sie täuschen dich, sie täuschen deinen Verstand, sie täuschen dein Herz und sorgen dafür, dass du den Boden unter den Füßen verlierst. Visionen dagegen sind klar, sie leiten dich auf deinem Weg und bringen Mut und Tatkraft zum Vorschein. Erdung scheint also jetzt in der kommenden Woche eine Rolle zu spielen. Und damit kündigt sich auch der Neuanfang an mit dem Narren. Der Narr ist frei. Manche sagen auch, der Narr ist naiv, weil er sich so verhält, weil er einfach mutig sich in die Tiefe stürzt, ohne zu wissen, ob er irgendwie unten aufgefangen wird. Das ist dem Narren aber egal. Er stürzt sich ins Abenteuer, er stürzt sich ins Unbekannte. Der Narr macht sich keine Sorgen darüber. Er geht einfach in seine eigene Unschuld, in seinen eigenen Ursprung, in dem Moment, wo er ein Kind war und frei war. Ja, Kinder sind furchtbar neugierig, sie wollen alles erkunden. Das verlernen wir als Erwachsene gerne. Und genau das symbolisiert der Narr. Sei wieder frei, finde das Kind in dir und hab einfach Spaß im Leben. Und sorg dich nicht um das Drumherum, sondern sorge lediglich dafür, dass es dir hier gut geht. Der Mond ist im Endeffekt auch nochmal der Spiegel zum Teufel. Maske, Maske. Der Mond sind deine Sehnsüchte, deine Träume, deine Begierden, deine Wünsche. All das, was hier in Form einer Vision klar dargestellt wird. Er kann aber auch täuschend sein. Wie gesagt, du schaust hier auf eine Maske. Ist es eine Illusion, die gelebt werden möchte? Oder eine Vision? Der Mond ist etwas, was deine Sehnsucht beschreibt. Und deswegen darfst du hier auch einmal in deine Tiefe reingehen. Gucken, wo ist die goldene Mitte? Wann begibst du dich auf eine Gratwanderung? Wann tanzt du auf den Seilen? Ja, ganz hier wie der Teufel und drohst Gefahr runterzufallen und dir, ja, dich zu verletzen. Der Narr, der springt mutig ins Unbekannte, weil er weiß, es geht voran. Der Teufel nicht. Der Teufel hält sich an Seilen fest. Der Schwertkönig ist eine sehr verstandesmäßige Energie. Es kann sein, dass du es mit so einer Person zu tun hast. Der Schwertkönig ist aber auch jemand, der sehr für Intelligenz steht, für Reife, für Strenge. Er ist natürlich ein Überdenker. Er denkt und denkt und denkt und denkt und denkt und denkt, bleibt aber ganz, wie es die Karte hier ausdrückt, auf der Stelle. Er sitzt hier und denkt. Er denkt sich, was er denken könnte und oder andere Personen denken könnten. Generell ist ein Verstandesmensch aber wunderbar, um in die Klärung zu kommen. Es geht hier wirklich sehr, sehr luftlastig weiter. Wir haben hier wirklich viel Luftenergie. Der Hermit sagt,
Geh in deine Innenschau, finde deine eigene Wahrheit, beleuchte dich, beleuchte alles, was noch im Schatten liegt, was vielleicht hier kommuniziert werden soll, damit du mutig bist, dich diesen Schatten zu stellen und aus Illusion eine Vision zu zaubern, damit du nicht Gefahr läufst, einen falschen Weg zu gehen und deine innere Freude und Harmonie zu zerbrechen. Und es geht weiter luftig. Vielleicht hast du es auch mit einem Luftzeichen zu tun. Wir haben hier Steinbock liegen, wir haben hier den Wassermann liegen. Wir haben mit dem Eremiten aber auch deine eigene Energie hier liegen, denn das ist die Jungfrau. Ja, du liegst hier im äußeren Kartenbild. Hier oben im Endeffekt der Wassermann. Kann also durchaus sein, dass wir jemanden haben, der hier deinen Verstand aufbrechen möchte, damit du in der Lage bist, hier deinen Schattenthemen zu stellen. Alles geht luftig weiter. Verstand aufbrechen, sagt der Turm. Wirklich einmal alle alten negativen Glaubenssätze hier wirklich einmal mit dem Blitz auflösen lassen, verbrennen lassen, damit du in der Lage bist, hier in die Befreiung reinzugehen, in die Heilung. Das ist Durchbruchsenergie. Es kommt wirklich ein Durchbruch ans Tageslicht. Und vielleicht bist du diese Woche auch sehr damit beschäftigt, hier mit einer anderen Person zu kommunizieren, um auch deine Gefühle im Anschluss wieder klären zu können. Wenn der Verstand erstmal aufgebrochen ist, und ich weiß, dass es bei den Erdzeichen mit den Gefühlen nicht so groß einhergehen. Natürlich nicht bei allen, aber in der Grundessenz seid ihr nun mal Erde. Sie steht für Wachstum, für Fruchtbarkeit. Vergesst aber gerne, dass ihr auch Wasser benötigt, um Dinge fruchtbar zu machen. Ein Keim kann nicht in trockener Erde gedeihen. Er braucht dafür Wasser. Und deswegen wäre es ganz gut, wenn du dich hier wieder findest und mit einer sehr luftlastigen Energie zu tun hast in der kommenden Woche, diese auch wirklich dienlich für dich zu nutzen, um dich ja aufknacken zu lassen. Im wahrsten Sinne des Wortes, weil wenn erstmal der Verstand oben frei ist, kannst du auch in deine Tiefe reingehen. Das, was der Mond im Endeffekt fordert, er fordert ja auch, dass du in deine Tiefe reingehst. Und dann haben wir hier den Gefühlsklärer drin liegen. Es kann aber auch einfach nur deine Energie sein, in dem Moment, wo der Verstand wieder frei ist, dass du auch in deine Tiefe gehen kannst, in deine Herzebene gehen kannst und diese neu erkunden kannst, weil du benötigst etwas Herz, etwas Leidenschaft, um neue Dinge, sehr schön, ins Wachstum zu bringen. Es ist so ein bisschen die Energie der Neuorientierung, ja, auch ein bisschen die Energie der Abwehrhaltung, die sich hier im Kartenbild zeigt. Du wehrst dich so ein bisschen davor, aber du wirst um diese Kommunikation nicht herumkommen, damit du wieder, ja, in die Energie der Leidenschaft reinkommen kannst. Der Bär ist das, der ist mutig, der ist tatkräftig, der ist energetisch und dafür benötigst du Kommunikation. Wie gesagt, Verstandesenergie kann eben hier auflösen, dass du wieder in dein Herz schauen kannst. Und mit den 9er Münzen liegen hier verborgene Talente im Kartenbild. Das ist eine gewisse Abschlussenergie. Aber weil wir hier auch die Thematik des Mondes haben, deiner Sehnsüchte, deiner Wünsche, möchte es hier quasi in die Umsetzung gehen. 9er Münzen steht auch dafür, dass du jetzt Ergebnisse deines Schaffens siehst. Dementsprechend nutze diese Luftenergie in der kommenden Woche, lass deinen Verstand aufbrechen, schau dann wieder auf dein Herz und gehe deine Visionen wirklich klar an mit deiner eigenen Wahrheit und einer sehr reflektierten Innenschau. Ohne Schatten kein Licht, ohne Licht kein Schatten, dennoch ausbalanciert mit deinen Stärken und deinen Schwächen und nicht in der Position des hier Abhaltens, sondern des Freiseins, Mutigseins. Schöne neue Woche.